Wir sagen euch herzlich willkommen. Willkommen zu unserem lebendigen Advent. Wir wollen euch Gelegenheit geben, euch ein wenig einzustimmen. Einzustimmen auf Weihnachten. Es ist schön, dass ihr hier seid. Auf unserem Kanal beim lebendigen Advent. Genießt es. Habt eine besinnliche Zeit. Des Lichtleins hell glänzendem Strahl, den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, viel schöner und holder als Engel es sind. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es wohl, die redlichen Hirten gehen betend davor, hoch oben schwebt Jubel der Engel am Chor. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Hände und danket wie sie. Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freuen? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. Ich zünde ein Licht an, damit es in unserer Mitte leuchtet. Es ist ein Zeichen für das Licht, das mit Jesus Christus in die dunkle Welt gekommen ist. Lasst uns das Licht weitergeben, damit für viele Menschen sichtbar wird: Gott kommt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du, Gott, wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen. Niemand gedacht, Stern über Bethlehem.
James Krüss, Weihnachtslied vom Eselchen. Ich bin ein Esel, alt und schwach. Ich habe in der heiligen Nacht im Stall vom Bethlehem gewacht und manchmal leis Ia gemacht. Ia. Ich war ganz still, wie sich's gehört. Ia. Nur manchmal schlug ich mit dem Stert und bei mir standen Ochs und Pferd und auch drei Könige, hochgelehrt. Ia. Das Christkind war so sonderbar. Es zupfte mich an Bart und Haar und einmal rupfte es sogar am Bart von König Balthasar. Dem Josef, dem gefällt das nicht. Mit ernstem Zimmermannsgesicht sieht er das Kindlein an und spricht: An Königsbärten zupft man nicht. Jedoch Maria, seine Frau, die sagte: Lieber Josef, schau, nimm's mit dem Kind nicht so genau, es ist ja noch nicht groß und schlau. Und auch die Könige, alle drei, die fanden wirklich nichts dabei und schenkten Myrrhe und Salbei und rotes Gold dem Kind im Heu. Sie lachten alle drei im Chor. Der Kaspar und der Melchior und Balthasar, das war ein Mohr, der kam mir etwas dunkler vor. Ich bin ein Esel, alt und schwach. Ich habe in der heiligen Nacht im Stall von Bethlehem gewacht und manchmal leis Ia gemacht. Du kommst mir so nah. Thank you.
seh dir mein Herz an, wenn ich Gefahr lauf, mich zu entfernen von dir. Seh dir mein Herz an, zeig mir den Weg auf, den Weg zurück zu dir. Flieg ich dahin, wo die Sonne aufgeht, oder ans Ende des Meeres, wo sie versinkt. Überall dort wird deine Hand mich halten, weil dein Licht in die Dunkelheit dringt. Weil dein Licht in die Dunkelheit dringt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch im Advent. Er schenke eurer Seele Ruhe, um sich auf ihn auszurichten. Er lasse den Tau des Himmels auf euch herabkommen, damit sich euer müder Glaube erfrische. Er schenke euch die Geduld für sein Kommen, auf das ihr sehen werdet, wer er ist. Immanuel, Gott mit uns. So segne euch und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.